Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und dieses Licht hier, das hat für mich schon so etwas wie nostalgische Bedeutung, denn bei meinem Test dazu vor circa 3 Jahren war es das mit Abstand kostspieligste Equipment-Test-Sample, was wir bis dahin bekommen hatten. Und wie ihr seht, ich hab's immer noch. Und ich hab's in der Zwischenzeit deutlich häufiger genutzt, als ich ursprünglich dachte. Das hier ist das Falconeyes RX24 TDX. Super schöner, einprägsamer Name, würde ich mal sagen. Aber von dem guten Stück gibt es nun eine Version 2, die seht ihr hier. Und die sieht gar nicht so großartig anders aus, aber die schauen wir uns heute mal genauer an und sehen mal, was die neue Version so taugt und mitbringt. Und wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like unter dem Video, abonniert natürlich auch gerne den Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt und drückt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Intro und Film ab. Thema Licht sollte echt für jeden, der Videos macht, ein richtig großes Thema sein. Denn gutes Licht ist so viel wichtiger als zum Beispiel eine gute Kamera. Und das mussten wir in den Anfangstagen auch schmerzlich am eigenen Leib erfahren, weil was bringt dir eine Kamera, die 4K-Auflösung Videos aufnehmen kann, wenn du dann scheiß Licht hast und alles irgendwie so einen hässlichen Kack-Grünstich hat. Aber aus solchen Fehlern lernt man. Vor allem auch, dass man nicht an der falschen Stelle sparen sollte. Und diese falsche Stelle ist eben das Licht. Und sind wir mal ehrlich, fast jeder, der mit diesem Thema anfängt, spart am Anfang beim Licht. Sollte man wirklich nicht machen. Ja, mein Problem war eigentlich seit eh und je, dass ich ziemlich wenig Platz für Licht hatte. Mein altes Studio war quasi ein ausgebauter Dachboden mit Dachschrägen rechts und links von meinem Set. Und wie ihr seht, im neuen Studio ist zwar mehr Platz, aber im Prinzip immer noch das gleiche Problem. Es gibt mehr Platz, aber Platz für Licht ist immer schwer zu finden. An so eine 120er Softbox ist hier nicht zu denken, obwohl da hinten in meinem Lager eine schöne liegt und verstaubt, die ich auch zu gerne mal nutzen würde. Also muss man das irgendwie anders lösen. Am Tischset habe ich bis vor kurzem so einen Godox SL60W mit einer 80er Softbox verwendet und jetzt das Aputure Amaran 60D mit derselben Softbox. Das habe ich euch vor kurzem gezeigt, das an der Wand montiert, nimmt aber trotzdem relativ viel Platz weg. Aber da, wo es hängt, brauche ich den Platz halt sonst auch nicht. Aber noch mehr Platz für Licht möchte ich dann auch nicht so gerne hergeben. Und deshalb wurde mein zweites Set, was ich oft für Kamera-Reviews verwendet habe, das war mal hier, auch anders beleuchtet, nämlich von so einem flexiblen LED-Panel. Das hat nämlich gleich mehrere Vorteile gegenüber so einem klassischen COB-Licht mit Softbox. Erstmal natürlich der Platz. Ey, das Teil hier nimmt in der Tiefe nur einen Bruchteil von dem ein, was so eine 80er Softbox in der Tiefe zusammen mit so einem COB-Licht hat. Dadurch kann man das Licht näher an die Wand rücken, näher an der Wand montieren und kann so echt enorm viel Platz sparen. Noch dazu sind diese Flächenleuchten lautlos. Weder im Panel selbst, das ist irgendwie klar, noch in der Controllerbox oder im Netzteil sind Lüfter verbaut. Vergleicht man das mit ähnlich leistungsstarken Lichtern im 150 Watt Bereich, ist das eine echte Seltenheit. Und durch das quadratische Panel mit 62 cm Seitenlänge haben wir hier eine Fläche von ca. 0,4 Quadratmeter und eine runde Softbox mit 80 cm Durchmesser würde auf 0,5 Quadratmeter kommen. Wäre aber mit allem drum und dran eben deutlich voluminöser. Ein Vorteil, den die alte Version noch nicht hatte, das Panel von Version 2 ist nach IPX8 Spritzwasser geschützt. Man könnte dieses Licht hier also, sofern man Netzteil, Controller und Akku schützt, auch im Regen verwenden. Das kann das eine oder andere Mal ganz praktisch sein und 150 Watt Output sind auch genug, um zum Beispiel an einem bedeckten Tag etwas gegen das Tageslicht ankommen zu können. Natürlich auch je nach Abstand zum Motiv. Und auch eingepackt in der mitgelieferten Tasche hier nimmt das ziemlich wenig Platz weg. Gerade eben durch das flexible LED-Panel, was dann einfach zusammengerollt wird. Aber bauen wir es mal kurz alles zusammen und los. Thank you.
Das ging einfach und unkompliziert vonstatten. Richtig schön ist dieses kleine Teil hier unten, denn das ist eine Klemme, um Netzteil und Controllerbox praktisch am C-Stand zu befestigen, statt irgendwo rumliegen oder rumhängen zu haben, wie das bei der alten Version der Fall war. Die Controllerbox macht einen deutlich robusteren und hochwertigeren Eindruck. Deutlich überzeugender als die Konstruktion der alten. Und auch die Bedienung ist viel besser gelöst. Da hatte ich nämlich bei dem alten Licht so meine Probleme, weil die Potentiometer zum Drehen der Helligkeit und der Farbtemperatur nicht so richtig überzeugend funktioniert haben. Ihr könnt das Licht hier jetzt entweder wieder über einen V-Mount-Akku oder über Netzstrom betreiben. Und auch Version 2 ist ein Bicolor-Licht mit Farbtemperaturen zwischen 3000 Kelvin und 5600 Kelvin. Wobei die 150 Watt Leistung nur so circa in der Mitte zur Verfügung stehen, wo wirklich alle LEDs arbeiten. Bicolor brauche ich hier persönlich nicht, aber bei sowas, wenn man es mobil verwendet, ist das sehr praktisch, um das mitgebrachte Eigenlicht zum Beispiel mit der vorhandenen Lichtquelle oder Practicals matchen zu können. Ja, Farbtemperatur und Output wird hier über ein großes Rad gesteuert. Wie gesagt, deutlich besser gelöst und viel genauer. Und wie das bei einem modernen Licht so ist, gibt es hier natürlich auch Effekte. 9 Effekte sind das hier an der Zahl, falls man sie braucht. Aber ich denke, in Sachen Effekte können RGB-LEDs mit ihrem Farbspektrum doch irgendwie viel mehr überzeugen. Selbst wenn es nur kleine sind, macht das da für mich irgendwie mehr Sinn. Eine Fernsteuerung wird hier jetzt leider nicht mitgeliefert. Aber das RX24 TDX ist mit einer 2,4 GHz Fernsteuerung von Falcon Eyes kompatibel. Was ich mir noch gewünscht hätte, das Licht aber nicht bietet, ist Bluetooth-Support und Steuerung über diese Desal Light App, die man von den kleineren Falcon Eyes Lichtern kennt und womit man die steuern kann, Effekte, Helligkeit, Farbtemperatur, an, aus und so weiter. Farbtemperatur, wie gesagt und wie gehabt, 5600 Kelvin am oberen Ende, 3000 Kelvin am unteren Ende. Und was die Farbechtheit angeht, gibt Falcon Eyes hier CRI-Werte von über 95 und TCLI-Werte von 98 an. Und das würde heißen, wir haben hier richtig gutes, ordentliches, hochqualitatives Licht. Also hoffentlich. Deshalb schauen wir jetzt mal fix rein im Vergleich zur alten Version. Ja, und hier sehen wir einen leichten Vorteil für die neue Version. Weniger Farbstich, gefühlt natürlichere Farbwiedergabe, aber jetzt nicht in einem riesengroßen Abstand. Aber ich denke, mit ein bisschen Anpassung in der Nachbearbeitung oder auch schon im Weißabgleich und der Tönung mit der alten Version könnte man das dort auch hinbekommen. Also, das ist klein, leicht, lautlos, regenfest und ordentlich stark im Output. Aber es gibt natürlich einen ziemlich heftigen Nachteil. Erstmal natürlich der Preis, denn so ein Licht ist nicht günstig. Die alte Version hat vor 3 Jahren 750 Euro gekostet. Das war richtig heftig, das war im Preisrahmen von so einem Aperture 120D Mark II damals. Ja, mittlerweile liegt die alte Version bei 550 Euro. Version 2 kostet aber 650 Euro in dem Set, was ich hier habe. Das ist immer noch viel Geld und diesen 100 Euro Aufpreis, damit erkauft man sich nicht gerade viel mehr, denn beide machen das Licht gleich gut. Wenn ihr also generell über so ein flaches Licht nachgedacht habt, dann ist vielleicht sogar die erste Version immer noch die richtige Wahl. Aber noch einen großen Nachteil haben sie natürlich auch, denn was ihr habt, habt ihr. Ihr könnt weder in der Größe der Lichtquelle groß variieren, denn lässt sich ja nichts anderes dran montieren. Ihr könnt nicht in der Diffusion variieren, also ihr habt die Wahl zwischen direktes Licht, zwischen einem Diffusor und einem Grid, wie ich es gerne verwende. Und mit einem normalen COB-Licht, wenn ihr den Platz dafür habt, seid ihr halt viel flexibler, weil ihr jede erdenkliche Lichtformer-Technik dafür verwenden könnt. Wenn das Ding einen Bowens-Mount hat, wie die meisten, dann könnt ihr eine runde Softbox verwenden, eine eckige Softbox, eine rechteckige Softbox, wie heißen die? Ich glaube, Striplight, genau. Ihr könnt einen große 120er verwenden, ihr könnt so einen, ja, bulbförmiges Ding verwenden. Ihr seid einfach viel flexibler unterwegs. Aber diese flachen Lichter haben natürlich den massiven Größenvorteil. Sie passen hin, wo auch immer ihr Licht braucht,
kriegt ihr so ein Ding ziemlich sicher unter. Und wenn es am Schreibtisch hinter der Wand ist, macht man sich zwei Nägel in die Wand, hängt quasi das Panel dorthin. Da braucht man die ganze Halterungstechnik hier nicht, die mitgeliefert wird. Und schon hat man eine ordentliche, riesengroße, schöne Lichtquelle. Wenn ihr die Neuerungen der zweiten Version wie Wetterschutz, besserer Controller, bessere Effekte schätzt, dann findet ihr natürlich einen Link zum RX24 TDX und auch den Panels in kleineren Größen unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit wie immer kostenlos unseren Kanal und sorgt so dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Aber sagt mal, was haltet ihr denn von so einem Licht? Wäre das was für euch oder wäre es euch insgesamt viel zu teuer? Und wenn ihr noch Fragen habt, natürlich auch gerne immer ab damit unten in die Kommentare, denn das hilft uns nämlich unheimlich weiter im YouTube-Algorithmus. Genauso wie euer Like unter dem Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert natürlich auch gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und drückt auf die Glocke, wenn ihr nicht mehr genug von uns bekommen könnt. Und hier, vorm alten Licht, gibt es jetzt noch zwei weitere Videos zu Lichtquellen, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt. Und ich würde dann mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.